Ich habe euch in der ersten Orca-TV-Sendung schon erzählt, dass ich eine Woche unterwegs sein werde und deswegen die zweite Sendung nicht moderieren kann. Ich bin mit dem Herrn Rainer Kallmund unterwegs. Und zwar war er ja der Erste, der auf dem VW Käfer von Borussia Neunkirchen unterschrieben hat. Ja, ich kam mit ihm in Kontakt und bin jetzt als seine Assistentin bei seinen Auftritten dabei. Gestern hat der Herr Kallmund einen Vortrag gehalten bei der Firma IDI Gatsby. Das ist ein großes Immobilienunternehmen. Das fand statt in der BMW-Welt in München. Und ansonsten geht es heute weiter nach Prag. Und dort wird morgen ein Vortrag sein bei der Firma Schüco. Er selbst ging mit gutem Beispiel voran. Immer auf Empfang, 24 Stunden am Tag, getreu seinem Motto. Als der Kalli von Leverkusen gegangen ist, da ist natürlich auch ein Stück Herz von Leverkusen mit weggegangen. Doch zum Glück ist Abtauchen nicht seine Sache. Und hängen lässt sich ein rastloser Typ wie er höchstens für einen seiner zahlreichen Partner. Kalli, der Werbestar. Auch auf diesem Gebiet übrigens ein echter Vollprofi. Ob von der Politik, in der Wirtschaft, im Sport, egal in welchem Verein, Bereich du dich engagierst, du hast nur Erfolg, wenn du ein bisschen positiv bekloppt bist. Die Typen, die um 5 Uhr nach Hause fahren, von der Mama ein Einkaufsnetz kriegen und einkaufen gehen, ja, die haben keinen Erfolg in das. Verstehst du? Die haben montags den schwersten Tag, wenn sie 3 Kalenderblättchen abreißen. Bei der Universität sagt man, die High Potentials ist die wichtigste Ressource für den Erfolg. Bei ihnen sind gute Arbeiter, gute, gelernte Handwerker. Das ist unser wichtigstes Gut. Und Marketing lässt sich ja nie rechnen und auch nie belegen. Mit der Gründung der Bundesliga und der ersten Bundesliga-Saison 1963-64 fing es mit 27.000 Zuschauern an. 11 Jahre später kamen fast 5.000 Leute weniger ins Stadion, trotz totalem sportlichem Erfolg. Auch bis zu dem Jahr 1990 gab es wieder starke Einbußen der Zuschauer, obwohl auch dort ein totaler sportlicher Erfolg stattfand. In den Jahren 1974 bis 1990 wurden wir zweimal Weltmeister, zweimal Vize-Weltmeister, zweimal Europameister, viermal Champions League und viermal UEFA-Cup-Sieger. Bis zur Saison 2005-2006, also ein Jahr vor der WM in Deutschland, stieg die Zuschauerzahl auf fast 41.000 an. Bis 2014 sogar fast auf 44.000. Doch woran liegt das dann? In den Jahren 1974 bis 1990 gab es den totalen sportlichen Erfolg und von 1990 bis 2014 gab es eigentlich einen Abbau vom sportlichen Erfolg. War eben so, dass Bertelsmann für die Saison knapp 120 Millionen uns unterschrieben hat, die öffentlich-rechtlichen vorher 17, 18 Millionen. Also rund 100 Millionen über Nacht mehr. Ja, da bitten wir uns, ach, jetzt testen wir mal, wenn wir mehr Spiele zeigen. Statt der Tour immer Verknappung, da gucken wir mehr. Das klappte nicht, haben wir gesagt, wir wollen alles zeigen. Was passiert? Klares Branding im Stadion, 30 Kameras, jede Emotion, jedes Bild, jedes Spiel wird überzeugt. Übertragen und alle laufen ins Stadion. Und sehen Sie, das bringt dann 40. In diesem Jahr hast du ja 43.000. Marketing ist da ganz klar erkennbar, wie wichtig das ist. Klares Branding, klare Auftritte, klare Dokumentationen, denn der sportliche Erfolg war höchstens noch 30% von dem gleichen Zeitraum davor, wo es abwärts ging. Kompetenz ist klar. Das ist Bildung, Ausbildung, Know-how, Innovation, Kreativität. Aber ganz wichtig, deswegen zählen auch in Ihrem Job nicht nur die Schnellstarter. Nachhaltigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit, ich kriege nicht alles drum, Erreichbarkeit. Wichtig ist die Leidenschaft. Ich habe es eben eine Identifikation mit Job, mit Produkt, mit meinen Kunden, Lieferanten, mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern. Teamgeist, Begeisterung. Motivation, Einsatzbereitschaft, eine Initiative, Verantwortungsbewusstsein. Erfolg ist im Fußball Kampf um jeden Ball, da fängt es an. Das heißt Kampf um jeden Kunden da innen. Kampf um jedes Tor. Kampf um jeden Auftrag.
jeden Morgen erwacht in Afrika eine Gazelle. Sie weiß, sie muss schneller rennen als der schnellste Löwe oder sie wird gefressen. Jeden Morgen erwacht in Afrika ein Löwe. Er weiß, er muss schneller rennen als die langsamste Gazelle oder er wird verhungert. Bei Tagesanbruch muss man rennen.